Leute, wie ihr seht, wir sind im Deep Rock Galactic Fieber. Per hat richtig Bock auf das Game, er passt optisch perfekt da rein. Und wir haben uns hier schon mal bewaffnet und gehen jetzt in-game und schießen die Aliens weg. Auf geht's! So, ich bin gerade an der Jukebox und dance mal so ein bisschen ab, ey, was voll geil ist. Hier, mein Zwerg, ey, der macht auch so. Worum geht's in diesem Spiel Deep Rock Galactic? Also das Ding ist, das ist so ein bisschen wie No Man's Sky. Also man kann sich so überall so durchwurschteln und so. Man ist ein Zwerg. Glaube ich. Und es gibt vier verschiedene Klassen und man muss so Missionen machen und so Mineralien abbauen, theoretisch. So, wir haben jetzt gerade schon hier eine Gruppe gefunden. Das geht aber erst, wenn man eine Mission ausgewählt hat. Die habe ich bereits ausgewählt. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier. Hier, das sind unsere Kabinen. Man kann mit bis zu vier Spielern zusammenspielen. Dann gibt es hier noch Niedlehre. Und es gibt vier verschiedene Klassen. Den Engineer, den Gunner, den Driller und den Scout. Wer spielt Driller? Ich bin ein Driller, bin ich. So, und ich spiele den Gunner, glaube ich, oder den Scout. Ich weiß noch nicht. So, was ist denn überhaupt unsere Aufgabe hier in dem Spiel? Wir sind Handwerker und sind irgendwie. Nee, wir sind Minenarbeiter. Wir sind eigentlich Ruhrpott-Minenarbeiter. So, komm mal hier hoch. Wir müssen hier einsteigen. Oh. Muss ich beeilen. Ja, schaff ich. Da bin ich. Im Kabuff. Ja. So, das heißt, wir gehen jetzt in irgendeine Mine. Was? Und dann fangen wir an, ein bisschen zu drillen. Wie schon gesagt, ich bin ein Driller. Lukas ist ein, was bist du für ein Typ? Gunner. Eine Janna ist der. Was macht denn ein Janna in der Mine? Also ich erkläre mal ein bisschen kurz was zum Spiel. Ne? Das ist alles so ein bisschen zufällig generiert, habe ich irgendwie mitbekommen. Das ist also ein bisschen wie No Man's Sky. Man kann sich auch so überall durchwursteln. Du hast gar keine Ahnung von Norea. Okay, ich glaube, wir müssen. Kannst du dich hier direkt mal durchdrillen? Auf jeden Fall, hau mal ab. So, Per macht jetzt hier erstmal direkt den Weg frei. Ich bin eine Driller. Ich habe halt nur eine Spitzhacke. Ja, mach doch mal. Deswegen kann ich nur mit einer Spitzhacke da reinhauen. Und das dauert halt ewig. Und Digga, hier, ich habe da was gefunden. Gehe ich zurück gerade? Ich gehe zurück. Ne? Wir haben da Tutorial gespielt und wir haben keine Ahnung, worum es so genau geht. Kann man das so zusammenfassen? Ja, es ist ein Koop-Game halt irgendwie. Oh, hier kommt mal was raus. Und man ist halt so in der Mine und es gibt halt hier krasse Aliens. Wir müssen irgendwie, glaube ich, in die Richtung. Ich schieße ja einfach in den Kopf. Gibt's Friendly Fire? Weiß ich nicht. Ja, gibt es. Hör auf! Alter, ich brenne! Ich bin tot. Was? Das ist das beste Spiel. Kann ich nicht, aber warte, ich kann nicht wiederbeleben, aber. Ja, das ist okay. Oh, da sind Aliens. Ja, ich nehme meine Flasche. Ja, aber spar dir das mal lieber auf, falls wir später noch auf krasse Aliens treffen. Ja, ist jetzt schon zu spät. Ich habe jetzt schon keine Munition mehr. Oh! Kaputt, ey. Ich drill euch kaputt, ihr kleinen dreckigen Fächer. Ich hab den Warrior weggeworriert. Danke. So, wir haben da hier so... Wow! Glücksmütig-Credit da, Alter. Ja, pass auf, du verbrennst mich die ganze Zeit. Oh. Ich bin tot. Du bist auch tot? Ich bin noch nicht tot, aber jetzt gleich. Ich bin jetzt auch tot. Drück mal X. Ja, ist jetzt vorbei, weil wir beide tot sind. That's it, man. Game over, man. It's game over. Du siehst auch scheiße aus. Guck mich aber vorher mal an, bitte. So, Host Private. Damit die Leute auch sehen, was du für eine hässliche Folie bist. Confirm. Guck mal, bleib mal. Ja. Guckt euch den an. Ja, guckt euch mal den Pär an. Was ist das ein Vogel? Warte, schalt mal auf mich. Schalt mal auf dich. Du hast hier so richtig... ekelhafte so, Doppelkinn. Du hast ein ekelhaftes Doppelkinn, hey. So, ich wechsle jetzt erstmal schön. Warum hat unsere Firma einen Namen eigentlich? Rock'n'Roll Deep Galactic Rock Deep. Herrlich. Weil ich habe nämlich gesehen, also es gibt einen Itemshop und so und da braucht man dann auch andere Mineralien später für. Hier liegt auch überall Gold rum noch. Ja, was kann man machen mit dem Driss? Seine Items verbessern. Oh. Also, das war ja kein Leben. Ich finde das echt geil. Ich würde das voll gerne mit vier Leuten spielen. Ich glaube, das ist noch geiler dann. Auf jeden Fall, da macht es deutlich besser. So. Hier geht es irgendwie krass in so ein Loch rein. Das sieht übelst gefährlich aus. Lass da mal rein. Ja, ich mach Flammen dafür. Das war ein lustiges Erlebnis. Oh, wir werden angegriffen. Wo sind die? Da. Oh, da noch mehr. Können wir hier weiter abbauen? Oder hier gibt es noch ein bisschen. 41 von 200.
Und wenn wir das geschafft haben, dann packen wir unseren Sack ein und fahren wir nach Hause, oder wenn? Genau. Ich würde das voll gerne mit 4 Leuten mal spielen, weil ich glaube, das macht noch mehr Laune so. Ich würde das ganz gerne gar nicht mehr spielen. Immer so negativ. Wenn ihr auch findet, dass Bert so negativ ist und einfach mal ein bisschen Urlaub machen sollte, dann schreibt das mal in die Kommentare, weil die nächsten 2 Wochen habt ihr keinen negativen Bär mehr hier. Habt ihr mich nicht mehr hier. Dann gibt es nur noch ein Superspiel. Mensch. Herrlich. Guck, Lukas. Damit ihr auch mal seht, wie toll er hier abmorgt. Deine Dreckspiele hier. Du hast mich wieder angezündet. Ihr Glück mit Moria. So, ich hab ein bisschen Feuer gemacht. Oha! Da ist nichts mehr. Oh, 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 oh. So ein Fetter. Noch einer. Ja, das ist ein heftiges. Oh, von hinten, von hinten. Oha! Du hast mich umgebracht. Ich hab uns beide umgebracht. Die gute Nachricht ist, ich hab uns beide umgebracht. Mach dich fertig! Ja, ich krieg das jetzt nee. Ja! Und sonst? Ja, also wenn du ein besserer Mitspieler wärst. Wer ist denn, wer stirbt denn dann dauernd vor mir? Ja, weißt du, was das Problem daran ist? Alter. Dass du halt nicht da bist, wo die... Ist ja auch egal. Jetzt mal ohne Witz, ich habe ja gerade, guck mal hier. Ich habe 53, ich habe immerhin mehr Leute gekillt, ich habe mehr Tunnel gebaut. Du hast länger gelebt. Und ich habe länger gelebt. Hä, du hast, ich habe 96 und du hast 6. Per, ey, so schlimm war das doch überhaupt nicht, dass du dich jetzt hier selber erschießen musst. Oh, da bin ich anderer Meinung. Nein, also, es ist nicht das schlimmste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Für mich spielt sich das gerade, wir gehen immer in eine Höhle, hauen mit einer Spitzhacke irgendwie auf ein Stück Stein, dann tragen wir das in unseren kleinen Transportbord und dann gehen wir zurück zur Basis, wenn wir das geschafft haben. Das ist für mich nicht so ganz geil. Ja, aber später kommt da, wir sind jetzt Level 1, ne? Und wenn wir besser gespielt haben, wären wir vielleicht mal Level 2 geworden, weil später gibt es auch andere Missionen, wo man nicht nur abbaut, sondern halt auch, ja, halt Aliens töten muss, so große Bosse oder sowas. Und ich glaube halt, wenn man das im Vierspieler-Korb spielt, jede Klasse verfügbar und man so ergänzt sich so mit seinen Fähigkeiten, kann das schon echt ganz geil sein. Und vor allen Dingen dann, wenn auch alle Leute die ganze Zeit abbauen, weil hättest du zum Beispiel auch mehr abgebaut, hätten wir mehr Nitrat gehabt und alles. Ich finde das echt schade, dass du das nicht so cool findest, weil das heißt nämlich ja, dass wir das hier nicht nochmal spielen werden. Also aber wenn ihr das weiter sehen wollt, spielt Lukas dann mit seiner Oma oder mit seiner Mutter, ne? Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ansonsten gibt es hier noch ein Video, hier gibt es noch ein und Video. Hier, und hier einmal so einen Kanal abonnieren. Erzählt es auch euren Freunden. So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Ciao, rein, gehauen.